Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alice mit Mitte Mark. Wir kutschen heute ein bisschen Raps, habe ich mich so dazu entschlossen. Ja. Ganz entspannt ein kleines Rundchen. Wir haben jetzt gerade drauf gewartet, bis der 7R ready ist, bis der voll ist. Der Dings ist ja auch da, der T7. Und der LKW wird, denke ich mal, auch jede Minute wieder am Feld stehen, denke ich mal. Ah, der ist unten gerade bei mir am Hof, da hinten unten, der gar nicht war. An der Tankstelle unten ist der. Von daher läuft das ja alles. Es läuft, rückwärts und bergab, aber läuft. Genau, ich habe jetzt mal gewartet, weil jetzt so viel Spannendes kann ich jetzt gerade nicht machen, deswegen muss man mal gucken. Ich lasse jetzt die Drescher so ein bisschen laufen nebenbei. Ich habe jetzt auch ganze 10 Minuten, eine Viertelstunde gewartet, denke ich mal, bis ich da jetzt mit euch jetzt wieder so eine kleine Folge machen kann, weil wenn wir da jetzt nur dumm rumstehen und ein bisschen nochmal Rennschatz zu gucken, ist das Ganze auch mal ganz geil. Aber für Dauer ist das wahrscheinlich nicht. Sicherlich können wir auch gleich mal eine Folge machen, wo man vielleicht einfach mal 15 Minuten in der Flugperspektive dem Drescher folgt und mal gucken, was der macht. Das kann man, denke ich, mal auch machen und dann auf Abfahrer warten und so weiter. Ob das so eine Folge geht, gar nicht auch mal für zwischendurch, aber für Dauer ist das natürlich auch nichts. Und wir wollen natürlich auch gucken, dass wir irgendwie fertig werden. Also nicht da jetzt irgendwie einen Dreivierteltag oder so damit verbringe, 7 Folgen aufzunehmen. Das hat jetzt auch nicht so Sinn der Sache. Und ich denke mal auch, dass der Mietdrescher schneller fertig ist, weil der auch die erste Runde gefahren hat. Und dass wir wahrscheinlich den dann auch erst nochmal sogar auf unser Feld lassen. Und den Weizen darunter ernten, bis der dann hier oben komplett fertig ist. Gucken, wie viel Weizen, wie viel Raps wir morgen noch ernten. Dass wir dann vielleicht auch noch einen Kipper für das Lager haben oder zwei, müssen wir mal gucken. Was gibt es sonst noch so Neues? Eigentlich gar nicht mal so viel, was mich selbst betrifft. Drücke ich mal so aus, wie es ist, wo ich, was ich jetzt ganz viel lese, die Leute, die sich auf der Straße kleben, das liest man ja den ganzen Tag. Und dann wundert man sich, wenn die Leute sich mit Epoxidhaut oder irgendwie was Ähnliches an die Straße kleben, dass man einfach selbst, die merken doch selber nichts, ganz ehrlich. Die sind doch dumm wie ein Stück Scheiße. Das kann man, das bringt doch allen nichts, wenn man sich irgendwo auf der Straße klebt. Die behindern andere Menschen, die dafür arbeiten, dass es denen gut geht. Also ich verstehe es einfach nicht. Sicherlich müssen wir auch ein bisschen was für ein Klima tun, gar keine Frage. Wir verursachen selber welches, aber wir können jetzt nicht von heute auf morgen alles auf Elektro und Gas und was weiß ich nicht umstellen. Dann können wir Deutschland sofort zumachen. Wir engen uns ja selbst ein mit den ganzen Schwierigkeiten, die wir haben, mit den ganzen Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Da engen wir uns ja so schon stark genug ein. Die Landwirtschaft ist ja längst nicht mehr konkurrenzfähig mit dem Ausland. Wenn die nicht subventioniert werden, ist das nicht mehr wirtschaftlich. Und ganz ehrlich, wir exportieren einen Großteil unserer Lebensmittel ins Ausland, weil wir sie selbst nicht essen wollen, weil es für uns viel zu teuer ist, unsere eigenen Lebensmittel, die wir produzieren, zu essen. Und importieren im Endeffekt diese schlecht produzierten Lebensmittel aus dem Ausland wieder hier rein. Also das ist eigentlich so eine Sache, das verstehen die meisten Leute gar nicht. Wir haben so hohe Ansprüche an die Lebensmittel, so eine hohe Genauigkeit, die man erfüllen muss. Die Landwirte müssen so viel protokollieren und notieren und vorlegen, bevor die überhaupt irgendwas machen können oder bestellen können oder was weiß ich nicht. Dann wird sich darüber noch aufgeregt. Verstehe ich nicht. Mit der Industrie sind wir auch nicht mehr wirtschaftsfähig. Die Energiepreise, die wir haben, sind so hoch. Anstatt dass die einfach jetzt mal sagen, ja, Arsch geleckt, wir wollen unser... Sei schön, was die da hinten irgendwo im Kosovo oder was weiß der Arsch wo treiben oder so. Das hat ja nichts. Du hast hier das Depot oder nicht? Sehen wir jetzt sofort.
ist das Depot. Wenn die da irgendwas machen, sicherlich menschenverachtend und nicht gut, ist das keine Frage, aber wir müssen auch so ein bisschen sehen, wir können jetzt nicht auf der ganzen Welt alles mit Deutschland heilen und retten. Das schaffen wir nicht, das können wir nicht und wir müssen auch so ein bisschen an unseren eigenen Arsch denken. Was nützt uns das, wenn wir Geld ausgeben für irgendwas irgendwo anders, die es schön sich ein schönes Leben machen, aber wir selber hier in Deutschland uns keine warme Wohnung mehr leisten können und so weiter, da läuft da irgendwas verkehrt. Sicherlich müssen wir an andere denken, gar keine Frage, aber wir müssen auch ein bisschen an uns denken. So dumm wie es klingt, wir müssen auch gucken, dass wir über die Runden kommen. Wir können so viel Geld für die anderen Staaten alles mögliche ausgeben, gar keine Frage, aber wir müssen auch gucken, dass es uns gut geht. Wenn wir, sage ich mal, am Ende des Jahres, weiß ich nicht, als Beispiel 100 Millionen Euro über haben, weil die über sind, dadurch ist aber alles andere finanziert, Deutschland geht's gut, wir haben keine Schulden mehr, das ist auch so eine Sache, Schulden haben wir sowieso wie Arsch am Meer, da können wir jetzt sowieso nicht viel dran retten, aber grundsätzlich, wir haben so viel, was wir dann machen können und hier und da, dass man sich da teilweise echt kurz die Frage stellt, ob man nicht dann doch lieber ein bisschen auf den wirtschaftlichen Aspekt geht, wo man dann sagt, ja, hier gucken erst, dass wir Deutschland mit den Maßnahmen ans Laufen kriegen, dass wir da zumindest so eine Grundstabilität halten, dass uns die Preise nicht vollkommen weglaufen. Wenn man jetzt an Strom, an Gas und so weiter denkt, wo die Preise ja explodiert sind, die sind ja teilweise vierfache, fünffache höher als vorher. Als vor 2 Jahren, sage ich es mal so, da muss man sich echt mal so ein bisschen die Frage stellen, ob man nicht da anklopft und sagt, ja hier, das ist schlecht, was du machst, aber wir hätten halt trotzdem ganz gerne weiterhin Gas oder Öl oder was weiß der Arsch nicht noch alles. Da müssen wir so ein bisschen Kompromiss finden, sage ich mal. Ja, da ist so eine Sache, wo man dann denkt, so, wir machen uns das Leben schwer, weil wir es den anderen schön machen wollen. Das ist alles so eine Sache, wo ich dann denke, vielleicht sollte man sich erstmal ein bisschen an die eigene Nase packen und gucken, dass man für sich und für einen selbst und für Deutschland allgemein, überleg mal, hier leben auch über 80 Millionen Leute in Deutschland, dass man da vielleicht erstmal guckt, dass man hier so ein bisschen so das Maß aller Dinge rettet, bevor man dann in die große, weite Welt geht und dann hier und dann da und dann dort. Das hat doch alles nichts. Das ist nicht das Passende, was wir da haben wollen, drücke ich es mal so aus. Deswegen, da muss man halt vielleicht echt nochmal gucken, ob man da nicht sagt, man packt sich da ein bisschen mehr in die eigene Nase und so weiter. Und naja. Aber ich kann mich da durch beschweren. Ich fahre weiter meinen Benziner. So. Ein E-Auto-Kauf lohnt sich für mich zwar schon. Habe ich mal ein bisschen nachgeguckt und so weiter. Ich fahr wenig Kilometer. 200 Kilometer in der Woche schaffe ich nie im Leben. Das heißt, so ein E-Auto wird sich für mich lohnen, sage ich mal. Aber aktuell habe ich halt keine Möglichkeit, das zu laden. Und bei den Strompreisen aktuell, wenn die Kilowattstunde, weiß ich nicht, 60 Cent kostet oder vielleicht nur 50 oder so, da muss man sich echt schon mal ein bisschen die Frage stellen, ob es das überhaupt dann wert ist. Wir haben auch schon mal gedacht, ob wir nicht vielleicht eine Photovoltaikanlage aufs Dach schmeißen. Weil wir haben echt ein bisschen Dachfläche, wo sich das echt lohnen würde. Aber selbst die Preise und subventioniert wird der Scheiß ja auch aktuell, glaube ich, gar nicht mehr. Dann kann man einfach aktuell nur sagen, ja komm, dann lass es sein. Und wir gucken erstmal weiter. Aber es gibt ja auch keine guten Alternativen, sage ich mal so. Jetzt waren die vor ein paar Jahren alle hier Pelletsheizung, Pellets und was weiß ich nicht alles. Ja, finden die aktuell auch nicht mehr cool. Also brauchst du aktuell auch keine Pelletsheizung mehr bauen. Gas finden sie nicht cool, Öl finden sie nicht gut, Pellets finden sie nicht gut. Eine Dingsanlage geht bei manchen gar nicht hier. Diese Grundboden, wie heißt es noch? Grundwärmepumpe oder wie es auch immer genau heißt, das geht bei manchen gar nicht. An den hätten wir natürlich auch einfach weiterfahren lassen können in der Zeit. Das geht bei manchen halt einfach gar nicht. Das ist dann so eine Sache, wo man dann echt mal drüber nachdenken muss. Wenn man da nicht mal irgendwie guckt, wenn man sich das dann mal so anguckt, die Preise für alles und Öl ist jetzt bei 1,40 € oder 1,60 € der Liter, wo dann auch denkst, ja, das brauchst du ja aktuell gar nicht. Das
will jetzt nicht unbedingt sagen, hat nichts, aber das ist so eine Sache, wo du denkst, ja gut, komm, wir können einfach mal ein bisschen nebenfahren, ist auch egal. Naja, müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt für den Winter haben wir auf jeden Fall noch genug Öl im Lager. Ja, keine Frage. Aber fürs kommende Jahr müssen wir auf jeden Fall nochmal nachkaufen, hätte ich gesagt. Vielleicht darf man ja auch nächstes Jahr gar kein Öl mehr verbrennen und dann stehen da Millionen von Haushalten mit dem Öl und dann können sie sich, weiß ich nicht, damit die Wände tapezieren oder was weiß ich nicht. Das ist ja alles so eine Sache. Da muss man mal gucken. Da muss man mal gucken. Aber ja, wir können es ja auch nicht ändern, außer es sanft ist. Ein kleiner bringt gar nichts, da muss man dann schon viele haben, dass es lohnt. Naja. Guck mal, der fährt jetzt auch los. Naja, alles nicht so einfach. Ich glaube, mal nach der Folge werde ich noch ein bisschen Pause machen und die Drescher einfach mal eine halbe Stunde, Stunde mal laufen lassen. Dass wir vielleicht mal ein bisschen vorankommen. Wenn wir jetzt hier sowieso nichts machen können, ist halt, glaube ich, einfach mal besser, die einfach mal laufen zu lassen. Da müssen die halt einfach mal Meters machen. Kurz gucken hier. Wenn der ganzen Ordner ist. Ja, der passt. Deswegen. Fährt man einfach mit den Dreschern mit. Guckt sich das weiter an und dann werde ich, denke ich mal, die Drescher jetzt, wie gesagt, wirklich mal ein bisschen fahren lassen. Weil ich sitze sogar am Tacker drin. Wie gesagt, die werden eigentlich mal eine halbe Stunde gut zu tun haben mit Dreschen, Abfahren und so weiter. Und der andere ist ja auch noch anderthalb Bahnen hinterher, ja gar nicht mal. Zwei, vier, der ist ja noch vier Bahnen hinterher, knapp fünf Bahnen hinterher. Der braucht ja dann noch mal länger. Von daher wird das wohl auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Wenn wir nichts machen können, dann lasse ich das gleich mal ein bisschen laufen, dass wir auf jeden Fall ein bisschen was machen können. Und wenn wir zumindest mit einem Drescher unser eigenes Feld schon mal wieder ein bisschen vorankriegen, dann sind wir da auch schon mal weit dabei. Und die haben Schnee angesagt für Mitte der Woche. Heute bin ich auch mal gespannt. Kaltfront und Schnee oder Schnee. Auch nicht wenig. Bin mal gedeckt. Überwiegend bewölkt, sonnig, leicht bewölkt, überwiegend bewölkt, bewölkt. Also aktuell steht da wieder nichts von drin. Aber wie gesagt, da sind sie sich alle noch nicht so einig. Komm, schieben an. Da geht's auf jeden Fall schneller. Hat schon was. Der ist schon 3 Stunden, 2,5 Stunden im Preschen auf dem Feld. Das heißt,
heißt, die haben gerade auch ähnliche Zeiten. Hertha vielleicht zwei, da haben die jetzt schon 5 Stunden. 6, 4, jetzt wird 8 Stunden dauern, bis das alles fertig ist. Oh, Wahnsinn. Gut, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen wieder, wenn wir dann hier ein bisschen weitergekommen sind. Bis dann, okay, tschüss.